Are you fucking kidding me? Mir egal. Ja, dann. Boah, nee, wenn ich die Tür jetzt aufmache, dann. Was? Ja, eben. Die Nacht wird so oder so wiederholt. Goddammit. Ja, ist gut. Interessiert gerade keinen. Ich will nur die Lichter anmachen. Ich will nur diese verdammte Nacht überstehen. Na komm. Diese wunderschönen Bilder, die ich mir niemals in mein Zimmer aufhängen würde, bis auf das der drei Leguane oder Eidechsen halt. Welches Licht war das? Na, wunderbar. Moment, ist hier was? Nee. Okay, ist nichts. Oh, es ging aber schnell. Fuck. Wirklich? Oh, okay. Okay, gut. Ich war zu schnell. Jawohl, sehr gut. Wie hier einfach nichts rumsteht. So ein paar Zeitgeister oder so ein paar Zeitigs wären jetzt echt gut. Lassen wir dann einfach weiter Glühbirnen kaputt gemacht. Geht ja alles auf die Stromkosten. Das auf die Stromkosten. Geht ja alles auf die Glühbirnenkosten. Nice, sehr gut. Oh shit! Ach nö, warum? Okay, halb so schlimm. Ja, ich habe auch keinen Grund wegzugehen. Auf! Ja, so ein bisschen Beilo. Arsch! Wir sind schon wieder bei 75%. Na komm. Jawoll! Hier gehen sogar Lichter kaputt, die noch nicht mal an waren. Oh shit! Nein! Doch, dieses. Das Spiel ist ein einziger Troll. Na gut, na komm, bitte zeig dich. Na komm. Hey, fuck off. Die Geister kommen immer dann, wenn es irgendwie nur noch 25% bis zum Sieg sind, bis die Nacht überstanden ist. Hauptsache kurz vorm Ende. Ah ja, komm.
das, also. Hier, der Fleck links von uns, der soll wahrscheinlich eine Hexe darstellen, oder? Das sieht doch eins wie eine Hexe aus. Oh ja! Ich hasse diese Sorge. Ich hab. Boah! Soll er bitte machen? Oh. Okay, klar, das sieht überhaupt nicht creepy aus. Was ist dein Name? Wie heißen wir eigentlich? Stimmt. Ich glaube, der Name wurde kein einziges Mal im Spiel genannt. Und der Name steht auch nicht auf der Steam-Page. Ich muss wirklich aufwachen, dann wird all das hier vorbei sein. Wie immer ganz gut, ja? Okay, hier ist auch nichts. Sag mal, so langsam wäre zeitlich echt praktisch. Oh. What the f... Dieses verstörend... Was? Dieses verstörtes Träumen. Achso, dieses verstörtes Träumen. Du stirbst, aber die im Wald wollen, dass du lebst. Ja. Ganz genau. Oh, come on, wirklich? Das Viech hasse ich am meisten. Neben dem Auge. Was? Ja, hä? Was war das denn gerade für ein Viech? Hä? Was genau hat mich da jetzt entdeckt? Ja, als ob halt. Also für das Spiel braucht man echt Nerven, ja. This is the wrong house. Nein, geht doch, wenn es das falsche Haus ist. Wow. Nichts. Gar nichts. Nicht was zu verstecken. Oh. Zeitig, komm. Was will ich denn mit Chemikalien? Die Nacht überstehen. Okay. Nope. Ich werde es sicher abhauen, keine Lust. Ach, komm mal. No shit. Was ist das? Ist das ein Fellknäuel? I'm your child. You may be flesh. Hat sie gesagt, I'm your child? Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Ich habe den Satz natürlich verstanden, aber I'm your child, okay. Ja. Jawohl, endlich mal wieder.
Dann geh doch. Da muss ich mich schon mal um den Geist weniger kümmern. Was ich hier mache, bringt nichts. Weil sobald das Licht normalerweise angehen würde. Fuck. Na wunderbar. Erst mal, wenn es nicht normalerweise angehen würde, geht es ja sowieso wieder aus wegen. Ja, genau wegen dem da. Ja, na, eigentlich kann ich die Zeit noch auf der Leiter verbringen. Ich meine, eh nicht mehr lang, dann ist die Nacht zu Ende. Wobei. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nice. Eigentlich müssen wir nur auf der Leiter schlafen. Dann würden wir niemals mehr aufwachen. Ja gut, dann würden wir schon wieder aufwachen, aber. Ja. Und die Nacht über. Dannen. Jawohl. Endlich! Holy shit, hat lange gebraucht. 20 Minuten. So spielst du dieses Spiel. Sie sind nur im Dunkeln sichtbar. Erst schaltest du das Licht in deinem Haus aus und öffnest alle Türen. Sobald sie wieder zuschlagen, schließe die Augen und sag, ich bin froh, euch zu sehen. Vielen Dank für euer Kommen. Wenn du alles richtig gemacht hast, wirst du für eine Sekunde einen komplett gedeckten Tisch mit einem runden Laib Brot in der Mitte sehen. Am Tisch werden Leute sitzen, die dich anstarren. Erinnere dich ihrer Gesichter und ihrer Stimmen. Okay, das... Klar. Also dann wisst ihr mal, was ihr nächstes Wochenende, nächstes Wochenende, genau. Was ihr nächstes Wochenende und nächstes Halloween zu tun habt. So, perfekt. Ich werde die mal kalt machen. Bis zum nächsten Mal.